Es geht weiter. 7. oder 8. Februar, nachdem ich jetzt monatelang am Ofen gesessen habe, maximal einmal am Tag mit der Holzkarre in den Holzschuppen gelaufen bin, dem Tieren was zu fressen gegeben habe, mit Holz wieder zurückgekommen bin und mich wieder in den Ofen gesetzt habe. Es geht in irgendeiner Form wieder los und es muss wieder losgehen. Bleiben Sie mal dran. Der ganz normale Selbstversorger-Wahnsinn. Ich habe vergessen, welche Nummer das ist. Bleiben Sie mal dran. Ich zeige Ihnen in diesem Video, wie der Status ist, mit dem ich hier über den Winter gekommen bin. Ich weiß, ich bin zwar für meine Verhältnisse sehr früh dran, aber als erstes, weil ich tue, ein paar Paprika aussehen. In der Hoffnung, irgendwann hört diese Friererei auf. Wir haben nämlich hier seit Tagen jeden Abend, jede Nacht Frost. Das heißt dann wieder rein und raus schleppen mit diesen Pflänzchen. Aber irgendwann hört das auch wieder auf. So, ich mache das mal schnell. Wie ich das mit den Paprikas übrigens in der Regel mache, oben in der Infobox, in dem Video, können Sie das sehen. Wenn ich die jetzt in der Erde habe, dann gehen wir der Reihe nach durch, was sich so, wie es so im Garten aussieht. Das sind jetzt auch so ziemlich die ersten Aussaaten, die ich hier mache. So, bisschen Wasser drauf und auf den Ofen. Habe ich bestimmt wieder vergessen, was? Hallo und herzlich willkommen wieder bei Neusch im Garten, /blog und auf meinem YouTube-Kanal. So, wir gehen los. Was so alles im Gewächshaus noch stand, Paprika und da geht, das habe ich all diese Tage rausgerissen. Jetzt sieht das schon wieder manierlich aus. Ich habe die Beete sauber gemacht, die Wege sauber gemacht, also die meisten davon. Und jetzt kann man schon fast wieder davon sprechen, dass wir hier ein Gewächshaus haben. Und so einige Kleinigkeiten wachsen hier auch noch. Feldsalat jede Menge. Die hier etwas früher gepflanzt, die sind im Moment am Verzehren. Und die hier etwas später in die Erde gekommen, die kommen demnächst dran. Portulak und Rucola habe ich auch noch ein bisschen hier rumwachsen. Zwei Beete mit Spinat habe ich im Herbst da noch in die Erde gesteckt. Wobei ich von diesen Winteraussaaten nicht begeistert bin. Das vielleicht liegt es daran, weil ich einfach im Winter hier nicht raus will. Und der eine oder andere wird sich vielleicht erinnern, ich habe im Winter noch hinten eine ganze Reihe Portulak gehabt. Habe da welche von ausgerissen oder ausgebuddelt und hier im Gewächshaus reingepflanzt. Die sind alle angewachsen und machen sich ganz gut. Ich meine, ist zwar noch nicht viel zu holen, aber mit den steigenden Temperaturen hier im Gewächshaus geht das jetzt rapide vorwärts. Fertig, damit es wieder losgehen kann. Müssen Sie mal hingucken. Jeden Tag, wenn ich hier hinkomme, ein Maulwurfshügel mehr. Ich meine, ich habe ja nichts gegen die Tierchen. Aber ist die Welt nicht groß genug? Die Bagage ist auch noch da. Bis auf eines, was ein wenig schwächelt. Wo ist es? Übrigens, zwei neue Hähne habe ich auch noch dazu bekommen. Da hat jemand im Dorf hier die Hühnerhaltung aufgegeben. Da sind sie. Bei der nächsten Schlachtaktion gehen sie dann mit zum Schlachter. Dann wären jetzt vier Stück. Das muss ja nicht sein, was? Jetzt frage ich mich aber trotzdem, wo die eine Huhn ist, was nicht ganz so fit ist.
Was machst du denn da hinten? Brauchst du nicht etwa ein Nest? Nee. Ach, da sitzt es. Das sieht auch noch ganz gesund aus, aber hat Probleme beim Rumlaufen. Kommt gerade so auf die Beine, aber wirklich fit ist die nicht. Wer weiß, woran das wieder liegt. Komm, Kindchen, erhol dich. Ja, man sieht das. Hat auch hier oben den Kamm. Nicht ganz so, wie es sein sollte. Ach, das wird schon noch werden. Gehen wir weiter zu den Bienen. Und wie in jedem Jahr, es hat mit dem Futter nicht gereicht. Ich weiß nicht warum, ich habe letztens noch mal reingesehen. Viel zu leicht, muss ich wieder nachfüttern. Habe ich unten eine Schale reingestellt mit Flüssig und oben Futterteig draufgelegt. Aber zumindest fliegen sie noch. Und wie ich nachgesehen habe, von den 3, 4, 5, 6 Völkern, die im Moment noch existieren, waren eigentlich auch noch alle am Leben, waren nicht besonders groß. Einige waren wirklich nur noch so eine Handvoll. War in diesem Jahr sehr, oder im letzten Jahr, im letzten Herbst, war sehr schwer mit der Varroa-Geschichte. Also ich habe nicht so viel Erfolg gehabt wie in den vergangenen Jahren. Der Ganter ist auch noch da, ganz alleine, wartet auf Gesellschaft. Im letzten Jahr haben sie rund 210 Kilo Honig gebracht. Das ist jetzt kein Rekordergebnis, aber ich habe auch schon mal 100 Kilo mehr gehabt, aber es war ausreichend. Und ich hoffe, die, die Honig ergattert haben, denen hat der Honig geschmeckt. So, und hier draußen ist natürlich nichts passiert. Den Spargel hier vorne habe ich ein bisschen abgedeckt, in der Hoffnung, das Unkraut jetzt im Frühjahr etwas zu unterdrücken. Aber ansonsten habe ich das einfach alles irgendwann stehen lassen. Und was so anfiel, wie ja, Tomaten und alles, was an Grünzeug war, habe ich einfach hier irgendwo hingeschmissen. Die ganzen Brokkoli-Strünke stehen noch. Rosenkohl kann ich auch noch ein bisschen ernten. Obwohl die meisten davon den Winter nicht sonderlich gut überstanden haben. Also, habe ich ja eben schon gesagt, diese ganze Wintergeschichte ist nicht so das Wahre. Weißt du nicht, toll, wenn die Sonne ein bisschen scheint. Laub übrigens, weil ich irgendwo aufgekehrt habe. Alles, was irgendwie organisch war, habe ich hier verteilt. Und Stroh vom Ausmisten bei den Hühnern, alles hier drauf geworfen. Da werde ich jetzt die Tage mal, wenn es nicht mehr gefroren ist und ich vielleicht noch mehr Lust habe, in den Garten zu gehen, ein bisschen verteilen. Und da muss ich mir irgendwie Gedanken machen, wie ich diesen Acker jetzt wieder fertig kriege. Guck, achten Sie mal drauf, wie viel Gras hier wächst. Das Ding ist komplett zugewachsen. Mit Gras, mit Unkraut, mit allem Möglichen. Ich bin schon einmal mit der Motorsense hier drüber gelaufen, habe klein gemacht, was so, da stand das ganze Blumenzeugs. Hier vorne haben wir die Reihe mit dem Bordulak. Das sieht noch irgendwie wie Garten aus. Aber die ganzen anderen Sachen, die ich hier ausgestreut habe, als Wintergeschichte, Spinat und Feldsalat, das ist jetzt Feldsalat hier, das ist alles nicht so gelaufen, wie das sollte. Mehr Gras als sonst was. Und die paar Spinatpflänzchen, die hier rausgekommen sind und gewachsen sind. Ja, mein Gott. Die zählen auch nicht wirklich mit. Die einzigen Stellen, wo nichts wächst, ist da, wo ich wirklich bis zum Schluss hab was tun müssen. Oder da, wo Folie gelegen hat. Aber der Rest ist einfach zugewachsen. Also kann keiner sagen, ich würde hier nichts für das Bodenleben tun. Und bevor Sie jetzt fragen,
Ich weiß noch nicht, ob ich den Traktor wieder kriege. Muss ich mal fragen, dass ich irgendwann diese ganze Geschichte wieder in einen urbaren Zustand überbringe. In einen Zustand, wo man wieder irgendwas anbauen kann. So, hier sind die Stellen, wo Folie gelegen hat. Da wächst natürlich nichts. Übrig gebliebene Zichoriensalate. Da hinten stehen noch ein paar Porree-Pflanzen rum. Wobei bei den Porree-Pflanzen, das hat in diesem Jahr nicht so funktioniert. Irgendwie sind mir doch Motten unter das Netz gekommen. Zu viele Maden drin. So sieht die ganze Geschichte aus. Kein Gartenwetter. Ich weiß nicht, vielleicht liegt es am Alter. Mir fällt das immer schwerer, diese ganze Geschichte hier wieder in Gang zu setzen. Da muss es vielleicht wahrscheinlich noch ein Tick wärmer werden und ein bisschen mehr die Sonne scheinen. An den Bäumen haben wir auch noch nichts getan. Sieht nicht so berauschend aus, Matt. Aber Sie kennen mich ja. Moppern gehört einfach zum Geschäft. Das war jetzt nur so ein kleiner Überblick über das, wie das hier aussieht. Und wenn Sie diesen Kanal wieder einschalten oder meine Videos wieder einschalten in 3 Monaten, 4 Monaten, und dann fängt wieder wirklich an zu wachsen hier, dann werden Sie sehen. Ja, was werden Sie sehen? Sie werden sehen. Dann wieder aufwärts geht, auch mit meiner Stimmung wieder. Es wird der Tag kommen, das weiß ich, wo ich morgens aufwache und sage, jetzt fange ich wieder an. Aber bis dahin müssen Sie sich mit solch einem missmutig gelaunten Hobbygärtner zufrieden geben, wie ich einer bin, der hier irgendein Video Ihnen zeigt, wo nichts zu sehen ist, wo Sie nichts lernen, der die ganze Zeit nur rumhoppert. Und der nur darauf wartet, dass die Temperaturen anspringen. Und der Kreislauf und der Wille und der Spaß am Gärtner wieder anspringt. Geht Ihnen das genauso? Irgendwann, denn man sagt hier irgendwie, das Metz im Firke steche losse. Kennen Sie den Ausdruck? Das Messer im Schwein stecken gelassen. Einfach alles aufgehört und stehen gelassen. Und liegen gelassen. Geht Ihnen das genauso? Oder sind Sie einer von denen, die da draußen den ganzen Winter über immer wieder planen und machen und tun und ach, jedem das Seine. Dann will ich noch meine letzte Aktion für heute tun. Ein bisschen Feldsalat mitnehmen für heute Mittag. Dann setze ich mich wieder an den Ofen. Ist noch zu früh. Keine Zeit für Aktionismus. Aber genauso wie das mit dem Garten ist, ist das auch mit der Filmerei. Da muss ich auch erstmal wieder reinkommen. Monatelang das Ding nicht in den Händen gehabt. Es wird. Keine Sorge. In diesem Sinne, abonnieren, Like-Button drücken. Wenn Sie mal irgendwie wieder was kaufen bei dem Kollegen von selfbio auf borago.de, unten über den Link, würde mich freuen. Ansonsten gehe ich jetzt Kaffee trinken.